Hallo zusammen. Wir machen heute, ich und er, wir stellen uns mal vor, und er. Hallo. Und er. Und er da schläft. Also wir. Mein Mann meinte, wir müssen eine Vorstellungsrunde machen. So. Beziehungsweise ich habe auf meinem Blog ja so lange nichts mehr geschrieben. Und weil ich auch irgendwie nicht wirklich zum Schreiben komme, haben wir gedacht, wir machen das jetzt ganz einfach und wir filmen euch einfach, was wir so machen, wo wir so hingehen. Eigentlich wollte ich etwas schreiben über das Odysseum in Köln. Und weil ich genau weiß, dass ich das in den nächsten Tagen nicht hinkriege, nehmen wir euch jetzt einfach mit. Nach 800 Metern links abbiegen auf Straße des 17. Juni. Kommt man da durch? Ja, ne? Ist ja, nicht gesperrt, ja. Sieht nur komisch aus. Rechts links abbiegen auf Gummersbacher Straße. Oh, da sind wir auf dem Weg nach Hause. Das muss man auch rausschneiden, weil sowas darf man nicht sagen. Damit die Leute nicht wissen, wo wir wohnen. Ja, dann kommen die uns alle besuchen. Ja. Dann zelten die alle bei uns im Garten. Würdest du auch rausschneiden, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss mal Pipi. Warum musst du Pipi? Ja. Nee, das würde ich nicht raus. Ich glaube, die anderen Menschen müssen auch manchmal Pipi. Glaube ich. Nämlich unsere. Da hinten ist auch ein Zirkus. Da ist ein Zirkus. Ein Riesenhüpfburg. Das ist ein Zirkus. Das sieht auch aus wie eine Straße des 17. Juni. Das wäre eine geile Hüpfburg. Da würde ich auch. Das ist ein sehr großer Zirkus, ne? Was ist das für ein Zirkus? Der Zirkus des Horrors. Der Zirkus des Horrors, ja. Der hat heute auch eine Vorstellung. Da gibt es bestimmt Horror-Clowns. Ja. Mit Kettensägen. Pranks am laufenden Band. Oh, Nemo, der vor. Oh, stimmt. Also, oh, ein Haus. Nach 100 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen, um auf Korinthusstraße zu Das sieht zu irgendwie rein. Zu aus. Parkplatz Odysseum besetzt. Oh, meinst du, sind viele Leute? Das sieht auch zu aus. Warum ist denn das? Da steht herzlich willkommen und das sieht aus wie zu. Da ist ein Gitter drum. Parkhaus ist besetzt. Was bedeutet das? Das könnte bedeuten, dass es total voll ist. Ich fahr mal hier in die Ecke. Das ist traurig. So, jetzt sind wir da. Ja, und das Doofe ist hier, als wir da reingeguckt haben, auf den ersten Blick, als wir unserem Auto vorbeigefahren sind, war keiner drin. Willst du nicht da runter? Nein. Nein. Jedenfalls, wir haben da das jetzt keinen Platz auf dem Parkplatz gekriegt, sondern stehen bei Bauhaus. Und ich habe ja immer Angst vor Parkkrallen oder weggeschleppt werden, sodass unser Ausflug nachher irgendwie 300 Euro kostet. Aber der Kai ist immer so, no risk, no fun. Ja, ich bin so ein richtiger Draufgänger, so ein richtiger harter Boy. Ich dachte, wir würden uns Sorgen machen, dass das Ganze geschlossen wäre. Nee. Ich frage jetzt an der Kasse mal nach den ihren Erfahrungen. Womit? Sag an, wir stehen bei Bauhaus, passiert uns da was? Ach Mensch, Anja. Ich bin so gewissenhaft. Du bist ängstlich, da muss ich schon wieder zurückwandern und das Auto umparken. Es tut mir leid. Reise fertig, nur noch ein kleines Wort. Und eins, und zwei. Das tut gut. Materie, Raumzeit, das Universum. Es bilden sich Sterne, dann Galaxien und schließlich Planeten. Unter ihnen die Erde, der blaue Planet. Scheinbar aus dem Nichts entstehen die ersten Lebensformen. Aus ihnen entwickeln sich alle heutigen Tier- und Pflanzenarten. Was sind das für Geräusche? Oh, jetzt geht's wohl in den Dschungel auf die Safari, was? Jungs, halt's mal auf. Tschüss. Ja.
der zu uns gehört. Der ist schon wieder weg, ne? Da vorne. Nils, wir wollen noch erst was abmachen. Komm mal her. Komm mal her. Tut dir mir einen Gefallen. Wir bleiben jetzt erstmal nur in der Dschungelhalle, ja? Weil ich muss nochmal auf Toilette. Und dann bleiben wir nur in der Dschungelhalle. Kannst du? Wir bleiben jetzt erstmal nur in der Dschungelhalle, damit wir euch wiederfinden. Ja. Nicht die Dschungelhalle verlassen. Überall kann ja umlaufen. Nemo, wer ist das? E! Ja, und E, ne? Wisst ihr denn auch? Wisst ihr auch, wer und E sind? Und E. Quack, quack! Thank you.
das jetzt Thema? Das Thema ist, wie funktioniert der Sicherheitsgurt? Sicherheitsgurt. Genau, darum geht's. Ich blinke jetzt. Okay. Das ist verständlich. Hallo, wir bearbeiten jetzt gerade unseren Film. Wir haben hier einen Film selber gemacht. Hier kann man Trickfilme und so Puppenfilme selber machen. Und wir bearbeiten das gerade. Nein, nicht hier. Laufen, 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 laufen. Die Lauftöne waren hier vorne schon. Du musst die immer auf die Stelle, wo die ertönen sollen, glaube ich. Das ist nicht so einfach. So, wir bearbeiten jetzt hier noch ein bisschen. Dann melden wir uns noch. Auch gefallen jetzt. Eigentlich schon, ich darf nur bestimmte Sachen nicht zu Ende machen. Das ist sehr ja, es ist immer zu wenig Zeit am Ende. Ne? Ja, es hätte noch viel länger dauern können. Wie fandst du es? Hat sie gefallen? Ja. Nemo, wie fandst du es? War das schön? Wahrscheinlich ja. Ich fand es auch gut. Jetzt kommt noch die Preisfrage. Welches Tier haben wir getauft? Gibt zwar keinen Preis, aber trotzdem. Ist das ein Jaguar? Ein Leopard oder ein Gepard? Oder ich sage ein Elefant. Jaguar, weil Leoparden und Geparden, also zumindest die Schnellen. Welche waren die Schnellen? Die Geparden. Die sind obwohl klein. Die sind ja ganz, ganz schlank. Das hier ist ja eine dicke Katze, so wie ich. Dicke Mieze. Nein! Das ist jetzt, damit wir das Ganze nicht verwenden können. Das muss der Kai rausschneiden. Was ist das?